Ganz spannend wird das Thema sein Reifentemperaturen, denn wir wissen aus dem Training, dass die Reifen nicht sehr gut auf Temperatur kommen und die beiden Kämpfhähne, sage ich mal, sind da ja sehr nah miteinander zusammen und auch die Nummer 4 ist dabei, also da wird es jetzt gleich richtig Druck geben und hoffentlich geht das in der ersten Runde alles gut. Ja, die Corvette hat schon mal ordentlich Platz gemacht für den LMP, für den einen Prototypen, auch der zweite. Das Feld zieht sich jetzt gleich wieder auseinander. Überholen gestartet im Übrigen ab der Safety Car Line. Hier ist an der entsprechenden Stelle, wo der Safety Car geparkt ist, außerhalb der Strecke. Und so schaut's aus, wenn der Audi R18 e-tron Quattro in Führung liegend am GT-Verkehr vorbeigeht. Da wird es gleich nochmal richtig eng hier hinter dem 458er Ferrari. Olly Jarvis geht vorbei am Markenkollegen, an Marcel Fessler. Rundet sich damit wieder zurück in die Führungsrunde. 92 Runden schlagen zu Buche. Unser Zeitmonitor wird sich aktualisieren, sobald die Führenden die Ziellinie überquert haben. Und da gibt es erneut eine Berührung, dass jetzt durch das Ausscheren von Kaizuki Nakajima trifft er den Delta Wing, der in der Experimentalklasse hier unterwegs ist. Das einzige Fahrzeug in der Experimental außerhalb der Wertung. Aber der biegt dann ab, schlägt ein in die Boxenmauer. So, gerade mal 6 Stunden und 20 Minuten nach dem Start. Hier auf Start und Ziel. Gerade unterwegs gewesen im Auto mit der Nummer 2. Und auch die Nummer 3. Marc Genet im Audi direkt dahinter. Hier sehen wir nochmal den Unfall. Da ist die beiden Audis vorbei. Nakajima, der sich nach vorne orientiert und den Delta Wing einfach von der Bahn rempelt. Er war da zu aggressiv unterwegs. Er hat es links probiert und dann hat er rechts geguckt. Also er hätte da cooler bleiben müssen.